Tut mir vielleicht nicht so gut. Ist man wirklich in so einer Bubble. Genau, falls wir heute so ein bisschen müde wirken. Wir sind müde. Und wir sind echt dumm. Nein, ich bin allein. Also herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder mit Lara. Ich freue mich sehr. Wir sind gerade in Hamburg zusammen und dachten, wir filmen nochmal ein Video für die Back-to-School-Reihe gemeinsam. Und wir fangen jetzt an. Heute geht es darum, ob Schule uns kaputt macht und wie man vielleicht Balance finden kann. Und da sind unsere Erfahrungen und Tipps. Ja, ich freue mich auch schon, hier dabei zu sein. Ich bin ja jetzt erst dieses Jahr aus der Schule rausgekommen. Also ich habe dieses Jahr Abi gemacht und habe auf jeden Fall auch Erfahrungen mit Schule und so Mental Health. Also wie man Stress vermeidet oder wie viel Stress man hatte. Genau. Ja, Lara hat ja dieses Jahr Abi gemacht. Hast du es gerade gesagt? Nee, ja, habe ich gerade gesagt. Oh, sorry. Ja. Und bei mir ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, wir sind beide so Menschen, die ja auch so viel angestrebt haben in der Schulzeit. Und viele fragen mich immer wieder, wie ich so gute Noten haben konnte. Und einer meiner Top-Tipps ist auf jeden Fall Organisation. Falls du damit Probleme hast, schau gerne bei meinem Klausurplaner vorbei. Das ist wie eine Art Schülerplaner, den man immer dabei hat, aber mit all meinen Tipps, Anmerkungen und vielen Vorlagen. Den Planer gibt es übrigens digital oder direkt ausdruckbar. Also uns selbst irgendwie unter viel Leistungsdruck gestellt haben. Ja. Bei mir war das wirklich so, es kam auch nur von mir. Also meine Eltern haben mir da zum Beispiel gar keinen Druck gemacht. Aber irgendwie war ich da immer so von mir aus, weil ich so hohe Erwartungen hatte und... Ich glaube, ein großer Punkt war bei mir auch Vergleichen. Mhm. Man fragt ja immer so, ja, was ist du, welchen Schnitt bekommst du irgendwie? Oder, oh, als ob du jetzt keine Eins hast, irgendwie so. Und irgendwie hat das bei mir immer so voll den Druck ausgelöst. Ja, also mir war das relativ ähnlich. Ich habe immer auch das Gefühl, dass Leute, deren Eltern nicht so viel Druck machen, sich selbst immer mehr Druck machen. Bei mir war das genauso. Also meine Eltern haben mir fast gar keinen Druck gemacht. Aber ich selbst wollte schon immer so die besten Noten irgendwie erreichen. Und jetzt gerade auch mit Social Media ist man wirklich in so einer Bubble. Man hat dann immer so diesen selektiven Fokus auf gute Noten und Erfolge und so weiter. Wir beide machen ja auch noch Social Media nebenbei und haben jetzt den ganzen Study-Content, deswegen ist es nochmal irgendwie extremer. Aber ich kann mir vorstellen, dass so jede Person, die auf TikTok unterwegs ist und Abi macht, auch diese Abi-TikToks irgendwie immer angezeigt bekommt. Und das hat mich schon ein bisschen gestresst. Ja, ich glaube, deswegen ist ein großer Punkt Social Media, dass man sich da auch nicht so vergleicht. Ich weiß noch, bei meinem Englisch-Abi war das so, ich habe gesehen, wie viele Leute auch aus Hessen wirklich so einen Haufen an Lernzettel hatten. Die hatten so einen dicken Ordner und ich hatte, glaube ich, 10 Lernzettel, weil ich das halt wirklich runtergekürzt habe. Ich habe mir die Aufgabenstellungen angeschaut und dann konnte ich total viel schon mal so ein bisschen aussortieren oder so kürzen. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, okay, tut mir vielleicht nicht so gut. Ja, es ist wirklich so. Dann habe ich es echt voll vermieden, während der Abi-Phase auf Social Media zu gehen. Und es nimmt auch viel Zeit. Also gerade zum Thema Balance, ob man jetzt in der Oberstufe zum Beispiel noch viel Freizeit hat und so. Ich glaube, wenn man mal Social Media ein bisschen runterfährt oder mal Tagpause macht, dann merkt man, was für ein verzerrtes Zeitgefühl man hat. Das stimmt. Also wir haben ja schon das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, auch Videos gedreht, auch auf meinem Kanal zum Thema Mental Health und so weiter. Und da haben wir auch schon gesagt, dass ja auch Schule und so weiter ganz individuell ist. Und was jetzt für dich galt, muss ja nicht unbedingt für mich jetzt gelten. Wenn man sich auf Social Media so vergleicht und sieht, dass eine Person vielleicht 10 Lernzettel für ein Thema hat, man selbst aber nur einen oder so, dann vielleicht man gestresst ist, aber das gar nicht sein muss, weil nämlich die Schule anders ist, das Bundesland, vielleicht auch die Lehrer sind ja anders und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal ein großes Thema. Und was du gerade natürlich gesagt hast, mit dem Zeitfresser Social Media, es ist wirklich so. Also es ist halt was unglaublich, wie lange ich auch am Handy bin und so. Und denke mir da auch, wenn ich das runterschrauben würde, hätte ich so viel mehr Zeit für andere Dinge gehabt. Nicht unbedingt fürs Lernen, aber für andere Dinge, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, die mir halt auch Spaß machen, um das Ganze wieder auszugleichen mit der Schule. Das ist auch ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Warte, ich hatte gerade auch einen Punkt gehabt, vergessen. Achso, ein anderer Punkt ist auch vielleicht, gerade wenn man jetzt Richtung Oberstufe kommt und denkt, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht mehr so viel Zeit für Freunde oder Freizeit und so, vielleicht mal zu reflektieren, wie man so schlauer lernen kann oder sich besser organisiert, was für ein Lerntyp man überhaupt ist. Zum Beispiel in der 5. Klasse habe ich mein Vokabeln immer so durchgelesen und das war so ineffektiv, weil das ist bei mir rein rausgegangen, ich habe es mir nur gemerkt. Und irgendwann hatte ich mal angefangen gehabt, nach Lernmethoden zu schauen, welcher Lerntyp ich bin. Ich bin zum Beispiel auditiv und visuell. Und dann habe ich einfach mal anders gelernt und es ging viel schneller. Genau, sich ein bisschen informieren, was gibt es für Lernmethoden. Natürlich auch auf unseren beiden YouTube-Kanälen und so, da haben wir ja einige Tipps auf jeden Fall. Weil ich glaube, wenn man dann wirklich gute Lernmethoden hat, kann man eben viel effizienter lernen. Deswegen muss man dann auch weniger lernen. Zum Beispiel habe ich wirklich echt eigentlich wenig für mein Abi gelernt, also verhältnismäßig. Wenn man jetzt die ganzen TikToks sieht mit 6 Stunden am Tag lernen, das war ich auf gar keinen Bin Fall. Mir auch so. Also ich habe wirklich so wenig gelernt, aber ich habe dafür im Unterricht immer aufgepasst, für die Klausuren damals schon gelernt und so. Hatte deswegen halt viel Wissen, aber vor allem auch die Methodik. Und ich glaube, das ist das Wichtigste fürs Abi dann gerade. Ja, das finde ich auch ein guter Punkt. Vielleicht so mündliche Mitarbeit. Mhm. Ich weiß, manchmal ist es schwierig und wenn es einem schwerfällt, würde ich mich erst langsam steigern. Im Endeffekt sitzt man halt die Zeit ab und dann habe ich versucht, einfach das Beste draus zu machen und halt
wie du gesagt hast, gut mitzuarbeiten, irgendwie Hausaufgaben abzugeben, unbedingt abgeben, um Feedback zu bekommen. Also ich fand es richtig unnötig, wenn ich eine ausführliche Hausaufgabe gemacht habe, die gleiche Aufgabenstellung hatte wie in der Klausur und die nicht abgegeben habe, Beispiel in Deutsch. Und dann habe ich ja gar kein Feedback bekommen. Aber wenn ich es gemacht habe, dann wusste ich genau, okay, daran muss ich arbeiten oder darauf achtet jetzt meine Lehrerin irgendwie. Und dann konnte ich das in der Klausur anwenden und hatte automatisch eine bessere Note. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich garantiert in jedem Fach ein paar Punkte weniger gehabt. Ja, genau. Also mit den Lehrern Kontakt suchen und so, ist, glaube ich, immer ganz schlau. Und man hat ja diese Ansprechpartner in der Schule, das auch zu nutzen. Das ist wirklich ganz sinnvoll. In Französisch zum Beispiel konnten wir immer jede Woche Texte abgeben. War auch eigentlich gleiche Aufgabenstellung wie dann in unserer Klausur. Ich habe das dann auch gemacht und dann am Endeffekt habe ich recht wenig gelernt für die Klausur, weil ich ja schon so diese Vorbereitung die ganze Zeit hatte. Ich habe jede Woche so quasi ein bisschen gemacht und mündlich hatte ich dadurch dann auch eine 1 gehabt, einfach weil ich halt immer was abgegeben habe. Ja, aber ist auch lehrerabhängig. Also jeder Lehrer ist anders. Vielleicht auch da gucken, was die Lehrer wollen. Ja, man kann sie auch direkt fragen, das ist ja meistens auch gar kein Problem. Oder vielleicht ältere Schüler fragen, die bei dem Lehrer schon mal hatten und fragen, was diese Person so für eine Methodik anwendet, worauf sie den Fokus legt, auf Hausaufgaben, Referate, Vorträge, was auch immer. Und sich dann da so ein bisschen einfuchsen, dass man da auf jeden Fall gut im Unterricht folgen kann und da gut mitmacht. Ja, und so gerade so zum Thema mentale Gesundheit und Druck in der Schule. Ich weiß, es ist super schwer. Ich habe es ja auch bis zum Ende erst gar nicht geschafft, aber sich davon irgendwie so ein bisschen abzugrenzen und darauf zu achten, was einem gut tut. Und wenn man merkt, es tut mir gerade nicht gut, oder ich hatte auch mal so Phasen gehabt, gerade vor Klausuren, wo es mir gar nicht gut ging und ich aber trotzdem noch gelernt habe. Und das jetzt im Endeffekt bereue ich das so ein bisschen, weil ich glaube, hätte ich mir da einfach mal ein paar Tage so Pause gemacht, ein bisschen zurückgenommen, weniger gemacht, dann wäre es mir bestimmt auch besser gegangen. So. Aber weil ich mich so gestresst habe, immer was abzuliefern, immer die Hausaufgaben alle zu machen, war das dann irgendwie einfach zu viel und das hat sich so angehäuft. Ja, ich glaube auch. Also deswegen sage ich auch immer, die Ferien wirklich nutzen zur Entspannung und zur Erholung. Bei mir war das nämlich immer so, dass wir Klausurenphasen direkt nach den Ferien hatten. Das war erst was blöd, aber dann dachte ich mir, war es ganz cool, wenn man zum Beispiel 2 Wochen hatte, konnte man die erste Woche sich erholen und in der zweiten halt lernen, ohne irgendwie Ablenkung, weil man da keinen Unterricht hatte. Deswegen, aber ich würde auf jeden Fall nicht die ganze Zeit nur lernen, weil, wie du gerade schon meintest, wenn man sich erstmal erholt, erstmal ein bisschen runterfährt, sich regeneriert und dann lernt, hat man viel mehr Energie und wird auch bessere Resultate haben, als wenn man die ganze Zeit durchhasselt und gar keine Zeit hat, sich irgendwie zu erholen. Ja, was ich immer schade fand, war auch, dass so viele Lehrer immer mehr Druck aufgebaut haben. Und bei uns auf der Schule war das echt wie so eine Blase mit diesem Leistungsdruck und dass es so von einem, dass man so hohe Erwartungen hatte und da irgendwie so viel erreichen sollte. Und ich hatte eine einzige Lehrerin gehabt vor dem Abi, die meinte, Leute, ihr habt jetzt die Q1 bis Q4 geschafft, ihr werdet auch das Abi auf jeden Fall schaffen. Es kommt jetzt nur noch auf den Schnitt drauf an. Und sie war die Einzige. Alle anderen haben so richtig viel Stress und Angst gemacht und meinten so, ja, sofort lernen jetzt nach den Winterferien. Mindestens mal so 4-5 Monate vorher anfangen und so. Oh. Und die haben da wirklich so viel Druck aufgebaut, die Lehrer. Und das finde ich echt schade. Ja, ist echt so. Also teilweise sind Lehrer da ein bisschen fies und machen da echt viel Druck. Ja. Das hatte ich auch. Und auch die Mitschüler so ein bisschen. Also mich hat es auch gestresst, wenn ich so gefragt habe, na, habt ihr schon gelernt fürs Abi? Und einige meinten, sie hatten dann schon voll viel gelernt. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, same. Deswegen was doch gerade mal das mit dem Vergleichen. Ich glaube, das ein bisschen weniger Vergleichen ist auch schon ganz hilfreich. Ja, deswegen unbedingt auf sich achten und auf sich konzentrieren. Weil jetzt nach dem Abi erscheint das alles so unwichtig irgendwie. Ja. Und hätte man einfach, also ich persönlich hätte es mir wirklich entspannter machen können in der Schulzeit. Ja, denke ich mir auch. Also irgendwie ist es jetzt so leicht gesagt, zu sagen, ja, vergleicht euch nicht oder so. Aber rückblickend denke ich mir auch, ich hätte mir echt weniger Stress machen können. Also ich ärgere mich wirklich, dass ich teilweise schon in Klassen, in denen der Schnitt eigentlich wirklich nicht wichtig war, also bei mir irgendwie so 7., 8. Klasse oder so, das ist ja irrelevant eigentlich, was man da jetzt, ob man da jetzt, keine Ahnung, 1,4, 1,6, 2,0, ist ja eigentlich egal. Aber da habe ich mir auch schon so Stress gemacht irgendwie so. War bei mir genauso. Das ist ja eigentlich jetzt rückblickend echt dumm. Nein, nicht dumm, aber... Ja, irgendwie schon, weil es ist ja auch nicht alles super wichtig, was man in der Schule lernt. So gibt ja auch viel wichtigere Dinge im Leben. Wobei ich schon glaube, dass ich mir in der Oberstufe am meisten Druck gemacht habe. Vielleicht denke ich auch nur, ich habe mir in der 7., 8. viel Druck gemacht, vielleicht war es auch gar nicht so. Aber ich glaube jetzt, wenn man älter wird und auf Social Media ist und weiß, geht aufs Abi zu, wo man auch viel über die Schule redet im Freundeskreis. Ja, und gerade zur Oberstufe, ich dachte immer so, ja, alle Noten sind wichtig, weil jeder Punkt zählt, aber eine schlechte Note wird euer Abi oder euer Leben nicht verändern. Also das ist wirklich so, weil man sammelt ja einfach so viele Punkte wie möglich
Und das auch für ein 1,0 Abi braucht man ja nicht die volle Punktzahl. Und genauso geht es dann so ein Stück weit runter. Ja, ich finde es irgendwie voll das schöne Mindset zu sagen, man sammelt immer Punkte. Ja. Weil so kann man sich irgendwie über jede Note freuen, weil jede Note ist ja irgendein Punkt, den man dann gesammelt hat. Genau, ich hatte nämlich auch mal eine nicht so gute Note. Da habe ich auch ehrlich gesagt nicht gelernt. Und dann habe ich gedacht, so komm, ganz ehrlich, das sind jetzt, keine Ahnung, 5-6 Punkte, die ich da immerhin gesammelt habe. Klar hätte es auch mehr sein können, aber ja, also es ist halt nicht so viel prozentual gewesen. Ich hatte ja sonst gute Noten und mündlich hat nochmal bei mir ausgeglichen. Also im Zeugnis hatte ich nochmal ein paar Punkte mehr. Ja. Also man muss auch nicht wirklich jetzt schon, um 1,0 zu haben, überall 1,0 haben. Also ich hatte jetzt tatsächlich ein 0,8 Abitur geschafft und ich hatte noch nicht mal eine volle Punktzahl. Also es geht bis 900 und ich habe schon wieder vergessen, wie viel habe ich denn? Ich habe nicht 900, ich habe 860, glaube ich. Also auch 40 Punkte fehlen mir und trotzdem hat man ein sehr gutes Abi. Man braucht halt echt nicht alles. Also gerade mit den 15 Punkten kann man da ja echt gut schon mal vorlegen. Was ich auch wichtig finde, ist Schlaf. Oh, das sagst du heute richtig. Ja, wir haben heute echt kaum geschlafen, aber ich bin so dankbar, dass meine Eltern zum Beispiel früher mein Handy immer abends abgenommen hatten. In dem Moment war ich natürlich sehr sauer, aber im Endeffekt war das echt gut, weil ich habe dadurch immer eigentlich genug geschlafen und war fit. Und Schlaf ist ja so wichtig, man braucht unglaublich viel Schlaf als Jugendlicher. Auch wenn jetzt, also wenn man das Bedürfnis hat, zum Beispiel nachmittags zu schlafen, das ist ja normal in dem Alter, weil man hat ja. Das ist halt wirklich so viel irgendwie. In der Oberstufe habe ich echt richtig auf Mittagsschlaf gemacht. Ja. Also ich hatte mein Handy immer, meine Eltern haben mir das, glaube ich, nie abgenommen. Aber für mich war Schlaf auch so wichtig und gerade in der Oberstufe, ich war so müde. Ja. Also ich bin abends richtig schnell eingeschlafen auch. Ja. Ich meine, es so anstrengend war. Ja, ohne viel Schlaf kann man sich ja auch gar nicht so konzentrieren. Und das ist ja wiederum der Punkt, dass man gut mitarbeiten kann und es halt spart. Deswegen, ich habe auch voll gemerkt, wie ich, als ich mit der Schule fertig war, jetzt dieses Jahr so eine viel bessere soziale Batterie hatte. Weil in der Schulzeit war es bei mir wirklich so, also ohne Spaß, ich konnte mich mit Freunden vielleicht so 2-3 Mal die Woche treffen. Aber dann war meine Social Media schon leer. Also nachmittags noch was zu planen, war immer schon so ein bisschen, okay, mal gucken nach der Schule, weil ich war halt nach dem Unterricht schon so fertig. Aber jetzt, also ich kann mich am Tag, ich kann da 5 Events haben oder so und es klappt noch. Den ganzen Tag wie 2 heute. Ja, nee, ich bin seit einer Woche auch keine Stunde mehr allein gewesen jetzt und das geht noch. Aber in der Schulzeit wäre es nicht denkbar gewesen. Da war das so schwierig für mich. Ja, aber man kann auch mit Freunden zusammen lernen. Ja. Wenn man zum Beispiel Angst hat, dass man die jetzt nicht so oft sieht. Das hat für mich gut funktioniert. Klar, vielleicht nicht mit jedem irgendwie. Man muss auch gucken, wie es passt. Aber ich fand das unglaublich hilfreich, mit anderen zusammen zu lernen. Und dann hat es mehr Spaß gemacht. Man hat auch mal, war dann früher fertig irgendwie, hat sich besser ausgetauscht. Ja. Ich fand es auch sehr effektiv immer. Und dann hat man auch nochmal so diesen sozialen Aspekt. Ja, voll gut. Tut mir leid fürs Licht. Genau, falls wir heute so ein bisschen müde wirken, wir sind müde. Wir haben echt nicht viel geschlafen die letzten Tage. Aber ich würde sagen, das war's dann eigentlich auch. Schaut auch super, super gerne bei Lara vorbei. Sie macht auch nochmal ein Video zu dem Thema. Und ja, dann wünsche ich allen einen guten Schulstart und alles Gute. Und ihr könnt mir auch gerne auf Insta schreiben oder so. Also, ja. Genau, viel Erfolg, viel Spaß. Bis dann. Ready?